Hans-Georg Maaßen wechselt ja jetzt doch nicht, wie geplant, als Frühstücksdirektor ins Innenministerium. Er darf jetzt direkt ohne Arbeit die Pension genießen. Warum? Weil er nochmal gezeigt hat, wie durchgeknattert jemand sein kann, der eine deutsche Behörde leitet. Hans-Georg Maaßen sieht sich allen Ernstes als Opfer einer Verschwörung. Das hat er so gesagt in seiner Abschiedsrede vor seinen europäischen Amtskollegen. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU-CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren. Es gibt laut Maaßen linksradikale Kräfte in der SPD. Linksradikale Kräfte. Die SPD wäre schon froh, wenn sie überhaupt Kräfte hätte. Ja? Linksradikale. Also Leute, ich bin bereit, über vieles nachzudenken. Ja, bei Chemtrails sage ich, okay, bring mal deine Argumente vor, dass die existieren. Von mir aus 9-11, können wir darüber reden, ob das von George Bush geplant war, ob die Mondlandung ein Fake war. Aber dass es Linksradikale in der SPD gibt, das ist mir echt zu irre. Also da bin ich raus. Glaubt ihr das wirklich? Der glaubt das wirklich. Ja, es gibt eine SPD-Verschwörung. Ja, okay, man muss mal genau hingucken. Vielleicht ist ja eine Verschwörung. Welche Sozialdemokraten sind denn am häufigsten im Fernsehen? Ralf Stegner, Andrea Nahles und Frank-Walter Steinmeier. Ja, Ralf, Andrea, Frank-Walter, abgekürzt RAF. Merken Sie was? Gehen wir aus dem Weg. Mein Gott, es stimmt. Der Maaßen hat völlig recht. Oder es liegt an diesen neuen Tabletten, die er neuerdings immer nimmt. Das kann auch sein.